Hallo allerseits, ich bin Vampir und willkommen zu Part 4 vom Rayman Revolution Let's Play. Im vorigen Part haben wir schon mal eine von vier Masken erhalten. Sieht man hier oben links. Ja, und das nur nach drei Parts. Also wenn das so weitergeht, haben wir das Spiel wahrscheinlich echt unter 20 Parts durchgespielt. Dann haben wir noch mehr als genug Zeit, bis nicht was Speedheat rauskommt. Boah, müsste ich dann eventuell vielleicht so ein Übergangsprojekt machen. Mal schauen. Aber ja, und außerdem, wir sind zu den Menhir-Hügeln gegangen, hatten unseren ersten Ritt mit der gehenden Granate. Und Clark hat sehr viele rote Piraten besiegt, was ziemlich krass ist. Das sind die stärksten Piraten hier. Oder eine der stärksten, sagen wir so. Die nächste Stufe vom gelben Piraten. Und er hat, wie auch immer er das schaffen konnte, irgendetwas Schlimmes verschluckt. Und jetzt müssen wir zu den Sümpfen des Erwachens reingehen. Um genau zu sein, in die Höhle der schlechten Träume, beziehungsweise die Höhle der Albträume. Und da gibt es einen ganz lustigen Bug. Da kann ich euch auch zum ersten Mal auf das Bonuslevel zeigen. Na, schon wieder? Ja, ihr wisst Bescheid. Kamehameha! Ich treffe nicht. Auf jeden Fall, es geht jetzt zu den Sümpfen des Erwachens. Damit das Ding, den roten Piraten. Das sind halt wirklich ja die stärksten, soweit ich weiß. Also von den normalen Gegnern. Ja, da müssen wir jetzt ein kleines Stück hier laufen. Und ach ja, im vorigen Part haben wir auch eine weitere Lebensbalken-Erweiterungsmission gemacht. Falls das Wort Sinn macht. Danke für den Tipp. Ich überlege gerade, wo die... Wo sind hier die letzten drei Looms? Sind die hier irgendwo? Müssen die fast schon sein. Ich wüsste halt legitim nicht, wo die sonst sein sollten. Nee, sieht nicht so aus. Naja, Loomsradar später. Bye bye. Boom. Einfach in der Luft explodiert. Das sind die besten. Eieiei. War nicht geplant. Die Sümpfe des Erwachens. Unsere erste Wasserski-Partie. Hat sich auch wieder ungewollt gereimt. Ja, das war jetzt nicht geplant. Auch gut. Hier ist noch etwas. Du.
Erstmal hier Sam befreien. Wie kann ich dir nur danken? Wasserski. Ach, vergiss es, Sam. Das tut so gut, sich auszustrecken. Sensationell. Sag, weißt du, wo ich die 4 Masken von Polokus finde? Sorry, Raymond. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aber ich sah, wie Globox von Sparkle gefangen wurde. Sie haben ihn irgendwo hinter die Sümpfe gebracht. Wenn du willst, helfe ich dir auf die andere Seite. Gern doch. Wir wechseln das Ufer. Greife nach meinem Halstuch, indem du darauf schießt. Gut, dass wir das goldene Power-Up noch nicht haben. Die goldene Faust. Sonst hätten wir es wahrscheinlich in Brand gesteckt. Dann drücke die Kreuztaste zum Springen und die L2-Taste zum Beschleunigen. Komm, los jetzt. Auf geht's. Es kann sehr gut sein, dass ich wahrscheinlich hier mehrmals dann mich absichtlich ja fallen lassen muss, um hier alle Looms und vertrauten Geister zu befreien. Jep, hier zum Beispiel muss das dann der Fall sein. Bah. Yes, das waren alle. Jetzt nur noch den Looms hier holen. Bitte mach noch eine Runde, Sam. Bitte. Nein! Mist. Ah, müssen wir nachholen. Ach komm schon. Diese eine. I cry every time. Naja, was soll's. Was muss, das muss. Oh, komm schon. Bra. Hab ich jetzt mit Absicht gemacht? Ich will diesen Lums haben. Und Deo natürlich auch. Nein, lass dich nicht auf mir sitzen. Ich habe gesagt, lass dich nicht auf mir sitzen. Nein. 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 Oh, komm schon. Oh. Lol, habt ihr das gesehen? Raymond? Bis dann. Komm mal wieder vorbei, wenn du kannst. Ich verspreche es dir. Ah. Das war... Ich werde dich vermissen. Das war ein Epic Fail. Ich dich auch. Weiter geht's. Ich dich auch, weiter geht's. War aber nicht ganz sehr emotional. Ich würde halt gern schon die restlichen einsammeln. Kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Mach ich da wahrscheinlich dann auch gleich. Aber erst einmal schon mal die einsammeln. Befreien wir den kleinen Ding, verlassen kurz das Level und holen schnell die 5 Slums nach. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Nix da. Ich sag no, no. Gern geschehen. Hier kurz lesen, was hier steht. Wann? Unbekanntes Gelände. Tourismus kann gefährlich sein. Der winkt uns schon zu. Hier der Boy, der Wächter. Aber da muss ich noch kurz gedulden. Ja. Wir sehen uns gleich wieder an der Stelle, wo wir die Looms verpasst haben. Ah, perfekto. Ja,
Kein Kommentar. Ah, geht doch. So, und der letzte. Perfekt. Und keine Ahnung, was hier mit der Musik los ist. Kleiner Bug. Aber so, jetzt gehen wir erst einmal zum Wächter. Und zur Hölle der schlechten Träume. Der Träume. Ich lese deine Gedanken und du wirst den Ortsnamen kennen. So ist es. Du kannst jetzt die Höhle der Albträume betreten. Geil! Bevor ich dich hineinlasse, muss ich dich warnen. Ich habe einen wertvollen Schatz hier drin versteckt. Und was ist daran eine Warnung? Du kannst ihn haben, wenn du schneller bist als ich. Nein, danke. Das Leben ist nur mehr als Geld. Ich lasse dir einen Vorsprung, aber trödele nicht. Kriege ich dich, dann zeige ich keine Gnade. Heiliger Bimbam. Kleiner Soundbug hier. Ja, wie gesagt. Und weg ist es. Hat ihr wahrscheinlich dran gedacht. Okay, speichern wir schnell ab. Und ja, jetzt kann ich euch hier so einen kleinen, aber feinen Bug zeigen. Aber den muss man schon ziemlich rausprovozieren. Und was ihr da auch wissen müsst, ist, das Ding verursacht ein Softlock. Also, ihr dürftet eigentlich nicht dann dieses Areal dann betreten, also dieses Bonuslevel in der Höhle der Albträume ist nicht dafür ausgelegt. Mal schaut mal, nur Looms und null vertraute Geister. Was man machen muss, ist sich einmal hier mit Absicht runterschmeißen lassen. Dann müsste sich gleich hier... Okay, noch nicht. Ach, hier ist, was ich gerade so überlege. Ich glaube, wir mussten uns killen lassen. Dann werden wir respawnen und dann kommt es. Stimmt, sowas glaube ich. Ja. Also ja, müssen wir uns nicht ein bisschen oft killen lassen. Ja, Rammer denkt sich auch so. Bra. Aber muss sein. Da könnt ihr auch das Game Over sehen. Try again. Ja, jetzt hat. Da haben wir es, Leute. Der Bug. Oder ein geheimer Glitch, wie auch immer man es nennen möchte. Aber ja, das sollte eigentlich so nicht passieren. Jetzt wird's lustig. Gleich gibt's ein Button-Mashing-Spektakel hier. Oh, ich habe das damals nicht gefeiert. Nee. Mal schauen, wie es mir hier gelingt. Das ist, wie gesagt, sehr lustig. Diese süße kleine Fee hat ein Geschenk für Rayman. Ist eine Superfast, soweit ich weiß. Hilf dem Baby Globox vor dem Piraten zu ihr zu gelangen. Mach ihm deshalb Mut. Halte starten. Drücke Kreuz. Drücke Kreis so schnell du kannst. Ach, das wird, wie gesagt, sehr lustig. Mal schauen, ob ich das jetzt schaffe. Nach all den Jahren. Bomben los. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es nicht gerade einfach. Ich glaube, ich warte für den anderen Controller, weil bei dem sind die Köpfe ein bisschen unempfindlich. Ah. Mist. Das müsste ich echt mit dem anderen Controller machen. Mit dem geht das nicht so leicht. Aber ja.
Schau, was jetzt passiert. Jetzt kommt ein Softlock. Wie gesagt, die Stelle darf eigentlich nicht passieren. Ja. Deswegen würde ich sagen, ja, wir sehen uns gleich. Okay, auf ein neues würde ich sagen. Dieses Mal hier mit einem etwas schnelleren, in Anführungsstrichen, Controller. Da wo dieses Spiel beim linken Analogstick ist. Aber den werden wir zum Glück hier nicht benötigen. Das Ding hat auch eine Turbo-Funktion. Ich muss es mal damit versuchen, ob es vielleicht damit klappt. Also schon mal nicht. Ups, falscher Knopf. So. Nee, ist wieder nicht. Ja, so geht's natürlich auch. Aber das versuchen wir nochmal. Wir bekommen zwar nichts, aber es ist auch halb so wild. Oh, schon sehr viel besser. Oh, das ist echt tough. Versuchen wir es mal ohne Turbo-Funktion. Verdammt, was verlangt ihr von uns, Leute? Das ist echt. Das geht echt auf die Finger. Hätte ich eine Freundin, die würde meine Finger zu schätzen wissen. Will ich es nochmal versuchen? Boah. Versuchen wir es nochmal. Kurze Pause. Geht nicht anscheinend. Die haben dran gedacht, die kleinen Schuhklams. Ubisoft hat dran gedacht. Ganz ehrlich, will ich mir die Tortur nochmal geben? Das ist. Bah. Oh, schon sehr viel besser. Sehr viel besser. Was sind denn in der Verfügung? Glaube ich zumindest. Oh, geschafft. Aber ja, bringt nicht viel. Ist wie gesagt. Wir sollten hier nicht sein. Ist ein Bug. Ist ein Bug. Weil wenn wir jetzt nochmal hier auf Start gehen. Ja. Aber boah. Was ein Button-Mashing. Okay, ich versuch's nochmal. Ich will mal sehen, was passiert, wenn wir es hier First Try schaffen. In diesem verbuggten Bonus-Level. So, das noch was rückfässig im Wesen. Ach du Schande. Ich hab's tatsächlich noch geschafft. Nice, drei goldene Fäuste. Und natürlich Lebenspower-Up. Oder beziehungsweise Auffüllen der Lebensleiste.
Ja, das passiert, wenn man das Ding gewinnt. Aber ich glaube, jetzt gibt es kostenlos Softlock, oder? Ja. Gibt es kostenlos Softlock. Also ja, hat nicht viel gebracht, wenn man so sieht. Ja, dann sehen wir uns jetzt dann gleich, ja, für den normalen Preview dann. Okay, dann würde ich sagen, haben wir genug rumgealbert. Machen wir jetzt in der Höhle der Albträume weiter. Müssen uns hier zum Glück über keine losen vertrauten Geister hier Sorgen machen, also einfach durchrushen. Und möglichst richtig landen. Schön erstmal die Hand betäuben. Oder den Arm. Aber von dem möchten wir nicht gefasst werden. Wer weiß, wo der uns hinbringt. Das passiert. Das passiert. Eine kleine Schuklern. Schon besser. Ach stimmt, hier war das da. Ja. Da war ja was. Da war ja was. Oh nein. Wir spielen jetzt den Zombie-Modus. Raymond, Schuklamm. Dahin. Puff. Das wird lustig. Okay, ich würde sagen, nehmen wir zuerst links. Wir sind vom rechten Pfad abgekommen. Gleich geht's hoch. Da drüben müsste, glaube ich, die weiße Kugel sein. Yep. Jetzt wird's lustig. Irgendwie habe ich es geschafft. Perfekt.
So, das muss jetzt dahin. Treffen wir es von hier? Wahrscheinlich nicht. Nee. Na klar. So. Ah, das war das da. Die kleinen Schuhklamsi besiegen, weil die stören ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Okay, hier wäre doppelte Schussrate ziemlich gut. Yep, da haben wir die orange Kugel. Das war geplant. Mal sehen, können wir es von hier. Eigentlich schon. Oder auch nicht. Doch, das geht. Das geht. Sag ich doch. Jetzt gibt es eine kleine Rutschpartie. Tschüss. Ja, das wird funny. Sollen wir speichern? Nee. Lecker. Jetzt kommt der Overlay. Als ich das zum ersten Mal gespielt habe, ich war davon, ja, wie soll man sagen, mir hat es keine Angst gemacht. Ja, ich war damals ein komischer Boy. Ja, okay, gut, bin ich immer noch. Sehr leicht machbar, wie ihr sehen könnt. Und jetzt gibt es in Anführungsstrichen einen Boss. In Anführungsstrichen. Können wir eigentlich drüber springen? Ja. Ich versuche es mit möglichst wenigen Schädeln hier zu machen. Yep, geht. Perfekto. Wie, du kleine Schuklamm? Was denkst du, wohin du gehst? Und tschüss. Mist, hat nicht gesprungen. Oder ist nicht gesprungen. Okay, der will direkt dahin. Lässt sich machen.
Das machen wir so. Das Ende in Sicht. Wird nicht mehr viel. Die kleine Schuhklein muss doch hier noch ein paar Totenköpfe spawnen, dann hätten wir es auch schon. Beziehungsweise ein paar Schädel. Aber ja. Wir haben den schon so oft eingeholt, aber der will nicht aufgeben. Was ein Dickschädel, ne? Kamehameha! Sehr gut ausgesprochen, ich weiß. Kamehameha! Kamehameha! So ist ausgesprochen. Hat eben so einen kleinen Fail gehabt. Oh, der wird jetzt wieder schnell. Und geschafft. So, jetzt kommt eine. Jetzt kommt so eine Ding. Choice-Aufgabe, sag ich mal. Oder so eine. Wie soll man sagen? Wahlszene. Ja! Unglaublich, das ist Gold! Nee, ich sag bloß. Dachte, das wären diese. Ah, wie heißen diese? Diese Süßigkeiten-Taler. Nein, danke. Ich will keinen Schatz. Aber damit ihr es auch mal gesehen habt, schaut mal, was passiert, wenn wir den Schatz nehmen. Ich will den Schatz. Jetzt kommt's. Ende. Das Bad Ending. Tolles Leben, oder? Man hat das ganze Geld, aber man kann es nicht nutzen. Was bringt's dir dann? Aber ist ja klar. Wir wollen natürlich keinen Schatz. Ich will keinen Schatz. Und die Moral von der Geschichte? Seid nicht gierig. Nicht nur das, weswegen auch ihr hierher gekommen seid. Nicht nur das Nötigste. Wir sind nur wegen dem Elixier hierher gekommen und wir verlassen auch das Level nur mit dem Elixier. Wir brauchen kein Gold. Kein Schatz. Yep, hab's euch doch gesagt. So, jetzt können wir auch das eigentliche Bonuslevel machen und Verschwichtung. Ah, ich überlege gerade, soll ich es mit diesem Controller versuchen oder lieber switchen? Versuchen wir es mal damit. Vielleicht geht's ja. Vielleicht geht es ja. Ich hoffe es doch. Ja, kennen wir ja. Diese süße kleine Fee hat ein Geschenk für Rayman. Hilf dem Baby Globox, vor dem Piraten zu ihr zu gelangen. Mach ihm deshalb Mut. Halte starten. Drücke Kreistaste so schnell wie du kannst. Bombenlos. Oh,
Oh, damn, wir sind aber schnell unterwegs. Oh, easy. Easy. Drei goldene Fäuste. Very nice. Das war ja richtig einfach. Boah, krass. Aber ja, jetzt können wir auch hier rausgehen. Nice, nice. War jetzt doch einfacher als gedacht mit dem Ding. Ich bin selbst überrascht. Aber ja, ihr habt es jetzt einmal gesehen und wollt ihr wirklich den Rest der Level sehen? Unglaublich keine Lust darauf, muss ich gestehen. Überhaupt nicht. Nee, nein, danke. Lieber nicht. Wenn ihr es unbedingt sehen wollt, dann, ja. Dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Dann können wir es gerne machen. Aber so wie es jetzt ist, von meiner Seite aus, nein, danke. Wir haben es einmal gesehen und das reicht auch, würde ich sagen. Hier gibt es keine Masken mehr, aber ein paar Loom sind noch übrig. Ja. Hey, schaut mal. Kamehameha! Eigentlich war schon hier eine Genki-Dama. Ach, da können wir jetzt auch die fehlenden Looms ein Ding holen, bei der Zuflucht von Wasser und Eis. Sollen wir das machen? Ja, warum nicht? Solange wir die goldenen Fäuste haben. Es ging nicht, die Kanone wollte sich nicht zünden. Man braucht wirklich vorher erst ja, die goldene Faust, so wie es aussieht. Naja. Aber wenn wir schon mal hier sind, holen wir uns doch das Upgrade. Jetzt ist die Frage, was wollen wir? Gehe mit dem Analogstick die Liste durch. Drücke die Kreuz. 106 Looms. Ich würde noch warten. Dann geht's auf nach Globox Haus. Hier gibt es keine Masken. Wird gemacht. Und weil wir das Level ja bereits, ja so gesehen, schon gesehen haben, würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich bei Clark. Okay, da werden wir jetzt wieder. Es war komplett unnötig, aber Kamehameha, beziehungsweise, nee, Final Kamehameha. Hier, Clark, nimm das Elixier. Danke, kleiner Freund. Juhu! Nun kann ich noch mehr Piraten erledigen. Cool, aber setz mich erst wieder ab, okay? Ja! Was da wohl drin war? Und... Ach, der Schande, der die ziemlich hier. Der hat den ziemlich hier zugelegt. Rest in Pirates. Rip. Ja.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch hier schnell bis zum Ende des Levels. Beziehungsweise zum Anfang vom nächsten Abschnitt und dann werden wir auch schon im Part. Davor werde ich hier noch ein paar Sachen absnacken. Hier oben zum Beispiel. Easy. Auf geht's. Ach ja, stimmt, weil meine DVD ziemlich zerkratzt ist. Ja. Kann es manchmal vorkommen, dass es hier ein bisschen länger braucht zum Laden. Ja, kann auch ein bisschen dauern, so wie es aussieht. Könnte bestimmt aber auch sehr gut daran liegen, dass die DVD sehr stark zerkratzt ist. Ein Wunder, dass ich das Spiel noch einigermaßen normal spielen kann. Aber ja, da würde ich sagen, beende ich einfach hier schon mal den Part, weil das Ding wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger brauchen. Im nächsten Part machen wir dann das Level hier fertig und mal schauen, wie es weitergeht. Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst auch bitte ein Like da. Und falls ihr es dann in der ersten Hausenden wollt, wenn ich etwas Bombastisches uploade, dann abonniert doch den Kanal. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und falls es euch interessiert, mein Instagram und Name steht unten in der Videobeschreibung. Also, das war's mit dem Video. Bis dahin, see you.